Aus dem blühenden Ostergarten hier in Ehrenstetten grüße ich Sie alle zu diesem Osterfest. Viele Besucherinnen und Besucher sind in den vergangenen Wochen durch die Räume des Ostergartens gegangen. Sie wurden dabei begleitet von Menschen, die diese Räume erschlossen haben, die Verbindungen gesucht haben von dem, was damals vor 2000 Jahren geschehen ist, mit unserem Leben. Sind sozusagen die Osterengel. Die braucht es, damit Ostern für uns einigermaßen begreiflich wird. Der Ostergarten, der Weg durch den Ostergarten beginnt draußen im Einzug Jesu in Jerusalem. Der Weg führt dann hinauf in das Obergemach, in den Raum des Abendmahls. Der Abendmahlsaal ist ein Ort, der davon spricht, dass der Meister seine Jünger mit einer großen Sehnsucht erwartet hat. Es ist ein Raum, in dem wir alle erwartet werden. Und in dem der Herr den Seinen kostbare Geschenke zurücklässt. Sich selbst in der Eucharistie, ein Beispiel des Dienens bei der Fußwaschung. Es ist aber auch der Ort, an dem sich inmitten der Jünger der Verrat anbahnt. Vom Abendmahlsaal führt der Weg in den Garten Gethsemane. Es ist der Ort, an dem Jesus in seinem Glauben zu ringen und zu kämpfen hat. Sich gewissermaßen hineinkämpft in das, was Gott von ihm erwartet. Es ist auch der Garten, an dem Jesus sicher sehr schmerzlich erfahren hat, in dieser existenziellen Erfahrung seines Glaubens und Lebens von seinen Freunden alleingelassen zu werden. Sie alle waren eingeschlafen. Vom Ölberg führt der Weg in den Raum, in dem wir dem Petrus begegnen, in seiner tiefsten Niederlage. Aus Angst, als einer entdeckt zu werden, der zu Jesus gehört, wirft er das Kostbarste seines Lebens, die Freundschaft mit seinem Meister, über Bord und lügt einmal, zweimal, dreimal, behauptet, Jesus nicht zu kennen. Es ist der Ort auch, an dem Jesus schweigt, als viele Beschuldigungen gegen ihn vorgetragen werden, falsche Anklagen ins Feld geführt werden. Von dort führt schließlich nach der Verurteilung der Weg hinauf nach Golgotha, vor das Kreuz, wo der Herr zwischen zwei Verbrechern stirbt. Und dann führt der Weg durch den Ostergarten hinab in das Grab. Einige Stufen führen hinab in eine dunkle Grabkammer, in der nur die fahlen, weißen Tücher sichtbar sind. Aber der Weg durch dieses Grab führt die Besucherinnen und Besucher in den Ostergarten. Staunend treten sie ein in diesen Ort, an dem der Brunnen sprudelt und das Leben blüht. Bei einer Führung mit Kindern aus dem Kindergarten, Schulanfängerkinder, standen wir am Ende so miteinander hier in diesem Raum des Ostergartens. Und da fragt ein Kind: Wie konnte Jesus von den Toten auferstehen? Und bevor ich eine Antwort geben konnte, rief ein anderes Kind in die Runde hinein: Das hat Gott gemacht. Ostern auf den Punkt gebracht. Das hat Gott gemacht. Dass die Grausamkeit und das Leid nicht das letzte Wort haben, sondern der Lebendige, der am Ostermorgen Maria von Magdala zärtlich beim Namen ruft. Dass die Barmherzigkeit und die Liebe stärker sind als der Verrat des Judas und die Lügen des Petrus. Dass der Katastrophe des Karfreitags eine Hoffnung entspringt, die leben lässt. Dass das Grab, das dunkle Grab, nicht die Endstation ist, sondern das blühende Tor, das ins Leben führt. Das hat Gott gemacht. Ich wünsche uns allen zu diesem Osterfest Erfahrungen
Momente und Begegnungen, von denen wir dankbar sagen können, das hat Gott gemacht. Ihnen allen ein frohes und gesegnetes Osterfest und viel österliche Kraft.